Kannst du mir die rechte schon weg, denn kein Ball mehr da. Gib mir das Stroß, oder? Das muss ich mir überlegen, ob ich mir das Feld da antue. Also ich glaube, heute werde ich nicht mit den Ballen mit den restlichen fertig vom letzten Feld. Ja, kein Problem. Jetzt bin ich hier aber voll. Der Rest ist eh schon Reserve. Hoppi. Also wir haben jetzt Nacht quasi, kann man sagen. Mir fällt aber nichts auf, oder kommt das jetzt später? Ach so, na, du fällst dann erst auf, wenn du es auch brauchst, sagen wir so. Also wenn ich es brauche? Ja. Ach so, okay. Und das ist etwas, was ich brauche. Okay. Krass. Ja? Polizeieinsatz mit Blaulicht. Echt? Ja. Krass. Ah, das ist das wahrscheinlich, was ich letztens gehört habe. Gestern habe ich gesagt, einmal Blaulicht gehört. Vielleicht war das. Und anders ist. Ich bin jetzt bei der Polizei angefahren auf einmal Blaulicht. Ich dachte einmal schon, dachte, scheiße, ist das Spiel geil. Aber doch nicht. Ich dann. Du fährst immer beim Händler vorbei, gell? Ja. Könntest du mir mal nachschauen, wie viele Pickbacks sich dort noch stehen? Kann ich da gleich machen, ich fahr gleich vorbei wieder. Danke. So, Kuhstall voll mit Stroh, auch schön. Ich brauche jetzt nur mal Heu eigentlich. So, den Mähdrescher hole ich. Aber so gefällt mir die Karte, das ist wirklich gut. Ja. Und
falsch. Halt! Da ist ein Spalt. Also ich glaube, einen LKW brauche ich mir da gar nicht kaufen. Warum? Viel zu eng. Draußen. So eng wie du das finde ich jetzt auch nicht. Geil! Deswegen hast du das mit den Big Bags gesagt, oder? Ja. Damit ich drauf komme. Ich stehe gestern, ich habe mir diesen Förderband gekauft, gehe dorthin und denk mal, hä? Wie geht das Tor auf? Dann steht aber eh extra dabei, wenn du beim Tor stehst, Öffnungszeiten 8. Das ist aber geil. Ja, habe ich auch gefunden. Also, da stehen zwei Big Packs dort, aber ich weiß nicht, ob das deine sind. Nein, das war eh Spaß. Okay. Ich weiß nicht, wie viele noch da stehen. War eben nur, dass du vorbeischaust. Dass ich hinkomme. Danke. Das ist geil. Stepp oder der Strohverkauf auf 115 oben, Alter. Viel? Ja, es ist über 100 gegangen. Ich dachte nicht, dass es über 100 geht. Ich habe heute schon 25.000 mit meiner Ware erwirtschaftet. Wie viel ist ein Mehl wert? Aber ich glaube, ich kaufe mir keine Brot. Ich kaufe mir keine Bäckerei, oder? Warum? Mehl ist das niedrigste derzeit 3.599. Und ich meine, das eine, das werde ich beobachten, wie viel das noch steigt, aber Brot ist beim teuersten 2.800. Ja gut, das ist wie bei der alten Map. Das haben wir schon. Aber das war früher nicht so. Ich weiß nicht, was da, warum das da so ist. Ich kann es da ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist ehrlich unlogisch, wenn Mehl. Ich weiß, aber das hatten wir, haben wir schon, die Diskussion hatten wir schon beim letzten Karte, dass wir Mehl. Na? Lustig, dass ich überhaupt das auf deinen Hof abladen darf. Warum nicht? Abladen kannst du ja, wo du willst. Stimmt, abladen geht ja.
Gut. Ja, dann mal Schemes weiterbracht. Oh ja. Schemes weiterbracht. Planänderung dann. Okay. Ich tue zuerst natürlich die Felder machen und dann erst mähen, weil. Weil wenn ich mähe, dann tut ja schon wachsen. Genau. So, das heißt, wir fahren jetzt raus aufs Feld. Und nochmal drüber eggen. Jetzt warten kurz. Beim Main kannst du dann auch noch, wenn es regnet, glaube ich. Die Kamera bei der Ecke ist lustig, da sehe ich mich im Traktor. Wow. Das mit der Musik ist so geil, wenn einer vorbeifährt mit dem Bass. Schon.
Wer faked Drescher gerade fertig worden? Oder? Ah, oh ja. Boah, das ist geil. Ha. Wenn du im Drescher drinnen sitzt. Ah, im Traktor hörst du es auch. Im Drescher ist aber extremer, hörst du die Regentropfen. Urschön. Da merkt man, du fährst nicht viel Innenansicht. Ja, das stimmt. Für mich schon normal. Nix nice. Na gut, ich werde jetzt dann aber aufhören. Wir machen uns das eine Felder fertig. Fällt mir nochmal zwei, drei Bahnen. Ja, bei dem Sauwetter muss ich jetzt nur mit dem Hund rausgehen, Alter. Statt dass ich da gemütlich im Traktor sitze. Mit der Dauerschleife rese ich heute halt mit dem Traktor auch an. Ja. Na, siehst, ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Wegen dem hast du beschwert, wegen dem Biesel. Tja. So, jetzt stehen wir noch schön rein, wobei da kommen alle Autos vorbei. Na gut, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen, macht's das gut. Ciao, Baba. Ciao. Gut, wir machen da noch die drei Bahnen, oder noch nicht einmal drei Bahnen, zwei Bahnen noch. Fahren am Hof, jetzt kommen wir dann noch zu Hanamil und dann
Da bin ich echt dafür. Was? Du bist da in einer, ist das eine Feld angesehen, bis du aufgehst. Oder für wie lange es noch braucht? Das ist ein kleines Feld. Nee, ich hab letzte Bahn jetzt. Achso, dann werden wir dann sehen. Na gut, dann hören wir sich. Jo! Gute Schnächtle. Idi! So. Warum das ausbessern nur? Dann war's das da auf dem Feld. So, den Stein nehmen wir noch mit. So. Und das machen wir fürs nächste Mal. Ich möchte nur da. Ich wollte noch auffahren. Das können wir da jetzt auch noch mitmachen. Da bin ich klein. So.
So. Next. Sieht mal ganz gut aus, da kann man dann wirklich drüber mit über alles. Mal schauen, was wir mit dem machen. So, aber das war's. Wie gesagt, das war schon was okay, so Kreditzinsen ja, zahlen natürlich. Daneben einen Kommen haben wir eh auch. Hier mit dem Ansehen ist der auch fertig, wie man es. So, also. Nur um das klarzustellen: Heu fehlt noch und Mischration fehlt bei den Kieren. Und da fällt noch Heu und Mineralfutter dran. Silage haben wir dann auch zu viel. Auch zu. Passt. Jetzt werden wir Silage-Dings machen. Dann haben wir das schon. So. Gut. Dann war es das eh schon. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut.